Sea of Thieves, ein Hörspiel zum Spiel. Verdammt, sie schießen immer noch auf uns, rief Yong von dem Mast runter. Ich sehe es, gab ich zurück. Mauley, kannst du unseren Kurs um 10 Grad drehen? Das würde schon ausreichen, um einen kleinen Gegenangriff zu starten. Versuch du mal bei diesem Sturm zu navigieren, Sturm! Ich blickte den Himmel hinauf. Das Wetter war schlechter geworden und der Plunder-Outpost nicht mehr zu sehen. Mauley, kannst du ungefähr feststellen, wo wir gerade sind? Wir müssen immer noch auf Kurs sein, bestätigte Mauley. Ich kann aber nichts erkennen. Naja, egal. Wir gucken später, wo wir sind. Kannst du uns jetzt auf Kollisionskurs mit dem Schiff der Gottländer bringen? Auf Kollisionskurs? Fragte Mauley. Ja, auf Kollisionskurs, wiederholte ich. Dann blickte ich den Mast hoch. Yong, runter da! Schnapp dir da einen Säbel und eine Pistole und so viel Munition wie möglich. Wir werden sie entern. Yong gehorchte. Yang schnappte sich auch sein Säbel und zu dritt gingen wir unter Deck. Unter Deck schnappten Yong und ich uns handliche Pistolen und Yang sich ein großes Gewehr. Als wir wieder an Deck kamen, waren wir schon sehr nah an dem Schiff der Gottländer. Yong, in die Kanone mit dir! Unser Plan war es, uns rüberzuschießen. Yong und ich stiegen in die Steuerbordkanonen und ließen uns rüberschießen. Ich krachte gegen die äußere Reling und konnte mich gerade noch festhalten. Yong hatte noch weniger Glück. Er war von Yang präzise in das Kanonenrohr des Gegners geschossen worden. Ich zog mich hoch und sah mich gleich mehreren Angreifern gegenüber. Einer von ihnen ergriff das Wort. Ich bin Kava Eron, der Piratenkönig, der Gottländer. Übergebe mir das Kästchen und ich bereite dir einen schmerzfreien Tod. Ich blickte an meinen Gürtel. Ich Trottel hatte das Kästchen mitgenommen. Sprich, wer bist du, dass du es wagst, in der Gegenwart von mir, Kava Eron, zu schweigen? Ich nutzte den Moment und griff nach meinen Degen. Ich fordere euch zu einem Duell heraus, sagte ich. Wir kämpfen um unsere Ehre und um die Schiffe. Auf einmal durchzog ein Ruck das Schiff. Mauley hatte das Schiff gerammt. Nun zog sich Yang die Reling hoch. Und Yong war auch aus seinem Kanonenrohr geklettert. Wir waren also zu dritt. Ja, zu dritt gegen etwa 8 Gottländer. Die Gottländer zogen ihre Waffen. Wir taten es ihnen gleich. Und ein heftiger Kampf entbrannte. Kava Eron stürzte auf mich zu, um das Kästchen zu erbeuten. Ich wich aus, hob meinen Degen, nur um einen Schuss ins Bein zu bekommen. Ich schoss ein paar Mal in Richtung Kava Eron, bis sich ein anderer Gottländer auf mich zubewegte. Ich hob meine Waffe und zielte. Nicht schießen! Rief der Ankömmling. Ich bin's doch! Der Fremde kam noch näher. Nun erkannte ich, dass es Flyerchen war. Mitten im Eifer des Gefechts hatte sich ein drittes Schiff hinzugesellt. Es trug das Wappen der Handelsgilde. Und der Captain war niemand anderes als Abwasserrohr. Flyerchen streckte mir seine Hand entgegen. Ich ergriff sie und zog mich hoch. Es waren schon viele Gottländer gestorben und die beiden Leichen, die ins Wasser gefallen waren, würden bald Haie anlocken. Ich kann nicht laufen, sagte ich und deutete auf meine Verletzung. Okay, warte, sagte Flyerchen. Hey Yang, hier rüber! Yang, der gerade einem Gegner mit seinem Gewehr eine neue Frisur verpasst hatte, kam angelaufen. Gemeinsam stützten sie mich bis zur Holy Carrot, während Yong uns Rückendeckung gab. Alle Mann von Bord! Rief Abwasserrohr, der nun ein Fass mit Schießpulver trug. Als wir genug Abstand eingenommen hatten, schoss Yang mit seinem Gewehr auf das Fass und die Gottländer wurden in die Luft gejagt. Zu Bedauern Abwasserrohrs war auch sein Schiff, das bei weitem das kleinste von allen war, massiv beschädigt worden, weshalb auch er evakuiert werden musste. Auf der Holy Carrot wurde es also ganz schön eng. Am Abend trafen wir uns alle im Unterdeck, um uns zu beraten.
Ich fragte Fleischchen bei der Gelegenheit auch nach dem Kästchen. Das kann ich dir nicht genau sagen, meinte Fleischchen. Ich weiß nur, dass dieses Kästchen der Schlüssel zum Kaffeeschatz ist.